Düsseldorf nach zuvor drei Fehlgeburten schwebt, Let's Dance, Star Renata Lusin mit Tochter Stella endlich im Babyglück. Doch nur wenige Wochen nach der Geburt gab es jetzt große Sorgen um die Kleine. Die 36-Jährige wandte sich daher nun in einem längeren Statement an ihre Fans. Renata Lusin hält ihr Baby bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Am Mittwochabend meldete sich der Let's Dance Star aus Düsseldorf bei Instagram, dann aber doch mit einem sehr intimen Thema rund um ihre Tochter bei seinen rund 240.000 Followern. Bereits vor ein paar Tagen berichtete die 36-Jährige in den sozialen Medien von Wochenbettdepressionen nach der Geburt von Tochter Stella. Doch wie Renata nun bekannt gab, steckte noch eine ganze Menge mehr dahinter. Sie hatte bislang erhebliche Probleme beim Stillen der Kleinen. Die letzten drei Wochen nach der Geburt waren sehr, sehr schwierig für mich, gesteht die Düsseldorferin in ihrer Instagram-Story. Ihre Brustwarzen seien vernarbt und schmerzen. Schlimmer noch, Stella hatte erhebliche Schwierigkeiten beim Milchtrinken. Das Baby weinte oft, offensichtlich von Bauchschmerzen und Hunger geplagt, und nahm in den ersten Wochen nach der Geburt nur spärlich zu. Ein Besuch beim Kinderarzt brachte aber für Renata und ihren Ehemann Valentin nicht die erhoffte Erkenntnis. Ich war verzweifelt und hatte solche Schmerzen beim Stillen, so Lusin. Bis sich schließlich Lena Müller bei der 36-Jährigen meldete. Sie ist professionelle Stillberaterin und arbeitet zudem als Krankenschwester im Zungenbandzentrum in Oppenheim, Rheinland-Pfalz, von Dr. Darius Mottada. Sie meldete sich per privater Instagram-Nachricht bei Renata und vermutete, dass Stellas Schwierigkeiten beim Trinken auf ein verkürztes Zungenbändchen zurückzuführen sein könnten. Nach einer kurzen Recherche machte sich der Let's Dance Star mit seiner Schwiegermutter schließlich auf den Weg nach Rheinland-Pfalz, um Stella in der Spezialklinik untersuchen zu lassen. Mittlerweile wurde das vier Wochen alte Baby operiert und siehe da, die Probleme sind tatsächlich verschwunden, wie Renata in ihrer Story mitteilt. Es war nur ein kleiner Eingriff. Aber am nächsten Tag hat die Kleine ganz von alleine getrunken. Ich muss nicht mehr abpumpen und ich habe endlich keine Schmerzen mehr beim Anliegen. Durch das verkürzte Zungenband konnte Baby Stella nicht richtig trinken und schluckte stattdessen beim Stillvorgang zu viel Luft. Dadurch bekam das Neugeborene häufiger Bauchschmerzen.